Ja, hallo, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder ein Tutorial, passend zum Osterfest, was ja ins Haus steht. Und zwar gestalte ich heute einen Teller mit einem alten Spiegeleffekt, mit einem Blinded Mirror-Effekt. Das heißt, der Spiegel ist bereits kaputt, blind. Und ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Also ich habe mir hier so einen Glasteller genommen, einen Speiseteller aus Glas halt, und den reinige ich zunächst erst einmal mit, ja, herkömmlichen Fensterputz, so dass diese Fingerabdrücke und alles, was so halt auf dem Teller ist, beseitigt wird. Und dann mische ich mir hier zwei Acrylfarben zusammen, einmal Braun und Gold. Wie gesagt, da kann jeder das nehmen, was er in seinem Fundus hat. Ich habe hier auch Restbestände. Das ist jetzt keine spezielle Marke. Die mische ich mir jetzt halt erstmal zusammen, bis der Farbton entsteht, den ich mir vorstelle. So halt ein Goldbraun, Schmutzbraun. Aber nicht ganz schmutzig, deswegen habe ich Gold dazu gemixt. Dann sieht das doch noch etwas, sage ich mal, edler aus. Und jetzt nehme ich mir hier so ein Schwammtuch, Spontex oder was auch immer ihr da verwendet, No Name, egal. Und damit tupfe ich jetzt diese Ränder des Tellers von unten ein. Also einmal dort diese Fläche, wo der Teller drauf steht, ist ja so eine, ja, wie nennt man das? So eine Falz oder Kante. Und die tupfe ich jetzt erstmal mit diesem Goldbraun ein. Und jetzt habe ich hier so eine kleine Farbrolle, Schwammrolle, und benutze zwei Stempel aus meinem Fundus, welche ich mit dieser Farbe benetze. Und die Überstände abwische, die Rückstände, dass nichts verschmiert. Und dann kann man halt auch mit dieser Farbe, es muss halt nicht immer Stempelfarbe sein, ganz vorsichtig auf diesen Teller stempeln. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, denn Glas ist tückisch, da rutscht der Stempel gerne weg und man hat dann Schmierstreifen. Also wenn man das sehr gut mit einer Hand festhält und mit der anderen das Motiv durch Druck überträgt, dann funktioniert das gut. Und dann halt so ein bisschen ruckartig wieder abziehen das Ganze, dass man das nicht beim Runternehmen dann auch noch verschmiert. Man muss sich halt da etwas Zeit nehmen, dann funktioniert das auch. So, meine Stempelabdrücke sind gelungen und jetzt geht es weiter mit dem äußeren Rand des Tellers, wieder die gleiche Vorgehensweise. Ich nehme etwas Farbe mit diesem Schwamm auf und tupfe das an diesen Rand, an den Tellerrand, dass das dann nachher später den Effekt eines Schmutzrandes ergibt. Ja, jetzt tupfe ich noch willkürlich hier ein paar Schmutzflecken in Gänsefüßchen halt auf mit dem Schwamm hier und da, dass der Teller ein paar Flecken hat. Jetzt ist das alles getrocknet und jetzt benutze ich dieses Reispapier von ITD. Das ist aus der Osterkollektion vom letzten Jahr. Das hatte ich auch noch in meinem Bestand und das möchte ich jetzt auf diesen unteren Teller Rand oder Kreis,
dort, wo der Teller halt steht, auftragen, aufkleben. Und um die richtige Größe zu bestimmen, kann man ganz einfach das dort drauflegen und dann mit den Fingern, mit nassen Fingern, diese Umrisse halt nachziehen. Das funktioniert sehr gut. Da muss man sich nicht so große Umstände machen und da mit einem Bleistift irgendwas umranden. Das geht so gut. Das zupfe ich jetzt halt aus. Ich habe es ja nass gemacht, da geht das ganz einfach. Da wird dieser Kreis, den ich mir markiert habe, ausgerissen aus dem Reispapier. Und dann, ja, das passt schon fast. Noch ein paar Überstände, die beseitige ich noch. Was jetzt noch etwas, sage ich mal, aus dem Rahmen fällt oder aus dem Rahmen springt, so dass es dann genau da reinpasst in diesen Kreis. Ja, wie ihr seht, passt das jetzt sehr gut und dann kann das weitergehen. Jetzt klebe ich das auf mit diesem Decoupage-Kleber keramisch für glatte Oberflächen. Wieder stückchenweise zunächst den oberen Teil des Reispapiers von unten und oben. Also von unten den Kleber drauf und dann das Reispapier draufkleben und das dann von oben halt versiegeln. Dann ist es auch gleich geschützt und es kann nichts mehr passieren. Stück für Stück ankleben, dass nicht so viele Falten entstehen. Wenn man das im Ganzen gleich mit Klebstoff oder mit Decoupagekleber einstreicht, dann macht sich das in der Regel nicht so gut. Deswegen arbeitet man hier Stück für Stück. Zum Schluss wird das alles nochmal von oben schön. Ja, so sieht das jetzt aus. Zum Schluss wird das von oben jetzt nochmal schön eingestrichen und dann lasse ich das trocknen. So, ja, und jetzt sieht man ja, das Reispapier ist natürlich noch lichtdurchlässig, transparent und dann sieht das nach gar nichts aus. Deswegen streiche ich das jetzt von der Rückseite her mit weißem Gesso ein, damit dieser Kontrast entsteht. Insgesamt habe ich zwei Gessoschichten aufgetragen, die erste halt trocknen lassen und dann die zweite aufgebracht. Und dann hat das Bild auch richtig Kontrast, dann sieht man das gut. Man kann auch jede andere weiße Acrylfarbe oder Kreidefarbe dafür verwenden. Ich habe jetzt halt hier Gesso verwendet, das geht auch. Ja, jetzt sieht man schon, dass das viel mehr Ausdruck hat, dieses Bild. Vorher hat man ja das so durchscheinen sehen. So, jetzt hatte ich mich entschieden, doch noch ein paar weitere Stempel aufzubringen, weil mir der Teller doch noch etwas zu nackig war. Und da benutze ich jetzt diese Permanent-Tinte von Stazon in Schwarz und suche mir halt hier ein paar Stempel aus. Das ist jetzt keine besondere Stempelmarke. Die hatte ich mir mal bei Amazon oder wo auch immer gekauft. Also kann ich euch jetzt nicht sagen, was das für Stempel sind. Jeder hat sicherlich von euch einige Stempel in seinem Besitz und kann sich da das für ihn passende Motiv aussuchen. Auch hier wieder ganz vorsichtig den Stempel auf das Glas auflegen, dass nichts verrutscht. Mit einer Hand direkt gleich festhalten, dass der Stempel in der Position verbleibt und mit der anderen Hand das Motiv fest an den Teller drücken. Und möglichst nicht verrutschen. Da braucht man jetzt doch eine etwas ruhigere Hand, damit das alles an Ort und Stelle bleibt. Und wenn man das Motiv übertragen hat, dann nimmt man den Stempel zügig nach oben ab, ohne dabei über das Motiv zu wischen. Also nicht zur Seite wegziehen, sondern halt nach oben den Stempel. So mit einem Ruck, wie ihr das hier seht, wie ich das gemacht habe. Dann verschmiert auch nichts. Ist alles kein Hexenwerk, man muss das halt mal ausprobieren. Ja, jetzt wollte ich ja noch eine von diesen Kronen. Dachte ich auch, das passt ganz gut. Da bekommt der Hase noch eine Krone aufgesetzt. Die verwende ich auch noch.
Ja, jetzt schaue ich noch mal, wo der obere Bereich ist, also wo oben ist sozusagen, dass ich dem die Krone nicht schief aufsetze. War mir dann aber doch wieder nicht mehr sicher und schaue lieber doch noch einmal nach. Ja, und platziere jetzt die Krone dort oben und das gleiche Prinzip gut andrücken, festhalten und Druck ausüben und dann in einem Ruck den Stempel nach oben wieder abnehmen. Zack, und das hat funktioniert. Ja, und sie sitzt auch schön oben, dort wo sie hin soll. Hat funktioniert. Und weil ich dann nicht genug bekommen habe, habe ich mich dann noch für ein drittes Motiv entschieden, diesen Osterhasenkopf, diesen, ja, das ist so ein nostalgischer Hase, den wollte ich da halt auch noch mit aufstempeln. Also habe ich das auch noch mit Stempelfarbe benetzt und den dann halt auch noch aufgestempelt. Manchmal ist man ja unersättlich, ihr kennt das sicherlich. Die Rückstände der Farbe wische ich mit einem Babytuch weg, mit einem feuchten. Und jetzt wieder vorsichtig auflegen, den Stempel und gleich festhalten und andrücken. Alles schön in, sage ich mal, fast Zeitlupe, dann geht da auch nichts schief. Ja, hat alles gut funktioniert, nichts ist verrutscht und nichts ist verschmiert, so wollte ich das haben. So, jetzt kommt der interessante Teil der Geschichte und zwar wird das jetzt mit dem Mirror Mist von PentArt eingesprüht. Da sage ich gleich vorab, das macht eine Riesensauerei. Also am besten, man macht das draußen. Aber das Wetter hat mir heute nicht so gut gefallen und es wäre auch umständlich gewesen, das zu filmen im Außenbereich. Deswegen habe ich jetzt hier meine Arbeitsfläche mit einer alten Bastelwachstischdecke abgedeckt, sodass ich da meinen Tisch schütze, weil das sprüht wirklich in alle Himmelsrichtungen, diese kleine Flasche. Und die Flasche selbst, ich kann euch nur empfehlen, da etwas drumherum zu wickeln. Ich habe jetzt hier ein Küchentuch drum gewickelt, weil diese Flüssigkeit kommt nicht nur zu der Düse raus, weil die Düse ist wahrscheinlich auch zu klein für diese dickflüssige Farbe. Es kommt halt überall raus und dann sehen die Finger entsprechend aus. Also etwas drumherum wickeln und ganz vorsichtig halt dann sprühen. Das ist auf Nitro-Basis, das riecht auch. Danach müsste man den Raum dann doch lüften und ja, halt vorsichtig einsprühen und meine Hände sehen jetzt auch dementsprechend aus. Ich hatte natürlich wieder keine Handschuhe getragen, wie immer. Ihr seht, wie meine Finger aussehen, aber das ging alles ab. Ich habe dann Verdünnung benutzt, dann hat das funktioniert und jetzt seht ihr auch schon diesen schönen Spiegeleffekt. Also das ist wirklich ein sehr schönes Medium, was man benutzen kann. Das kommt einem echten Spiegel wirklich sehr nah. So, das lasse ich jetzt erstmal trocknen und gehe mir die Finger säubern und dann geht's weiter. Das ist jetzt getrocknet und jetzt möchte ich ja diesen kaputten Spiegeleffekt, diesen blinden Spiegeleffekt, und dafür benutze ich Essig, den ich in eine Sprühflasche reingefüllt habe und sprühe von dieser Essiglösung ringsrum, dort wo ich halt diesen Effekt möchte, auf diese Spiegelfarbe. Und dann reagiert das miteinander. Der Essig greift diesen Nitro-Lack an und zerfrisst den sozusagen.
Da sind jetzt diese Tropfen von dem aufgesprühten Essig, die muss man dann vorsichtig wieder abtupfen. Ansonsten trocknet der Essig halt einfach auf und der Effekt bleibt aus, dann sieht man nichts. Also man muss den dann runtertupfen und dann nimmt der in dem Moment diese zerfressene Farbe, Spiegelfarbe mit und der Spiegel bekommt oder dieser Spiegeleffekt bekommt dann halt so eine Art Lochfraß, wie man das halt von alten Spiegeln kennt, wo sich diese Spiegel oder Aufspiegelung bereits gelöst hat. Jeder hat schon mal einen blinden Spiegel gesehen und das ist hier, dieser Effekt wird jetzt hier nachgebildet. Man muss das vorsichtig abtupfen, nicht abwischen, sonst wischt man sich die Farbe komplett runter, weil der Essig das angreift. Also einfach nur diese Essigtropfen wieder abtupfen. Ihr seht das schon und schon hat dieser ja, Zerstörungseffekt eingesetzt. Der Spiegel wurde stellenweise von dem Essig zerfressen. Hier sieht man das, da ist so wirklich wie so eine Art Lochfraß entstanden. Und genau diesen Effekt wollte ich an diesem Teller haben. Da ist halt uralt und kaputt. So sieht das jetzt aus, wenn es getrocknet ist. Ja, es spiegelt jetzt etwas, aber ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Mit Glas ist das immer ein bisschen schwierig zu filmen. So, und da das jetzt nicht so ungeschützt verbleiben kann, da würde sich das irgendwann lösen, verwende ich jetzt schwarzes Gesso, was ich von hinten auf diesen Teller pinsele oder mit einem Schwammpinsel aufstupfe, damit das alles geschützt ist und auch an den Stellen, wo praktisch der Essig diese Löcher hat entstehen lassen, dass dann da praktisch dieser schwarze Hintergrund zu sehen ist. Sonst könnte man ja durchschauen, durchgucken und bei einem Spiegel, den man, sage ich mal, bei einem echten Spiegel sieht man ja auch dann diesen schwarzen Hintergrund durch und deswegen habe ich hier schwarzes Gesso verwendet. Man könnte jede andere Farbe auch verwenden, aber das würde dann nicht so realistisch wirken. Deswegen habe ich dieses schwarze Gesso verwendet. Das bringe ich jetzt auf den gesamten Teller von hinten auf und lasse das dann erstmal trocknen. Ja, jetzt ist das Gesso getrocknet, dann wird das so matt. Und dann sieht man da an den Stellen, wo diese Löcher sind, ist es halt schwarz. Da ist halt einfach dieser Spiegeleffekt verloren gegangen und die Rückseite des Spiegels blendet durch diese Löcher durch. So war mir das aber noch etwas zu langweilig, also verschönere ich diese Ränder noch mit Wachspaste in der Farbe Bronze von Pentart. Bringe das halt auf diese Ränder jeweils noch auf mit dem Finger. Das Ganze poliere ich jetzt noch mit einem Mikrofasertuch, damit die Wachspaste ihren schönen Glanz entfaltet.
Und ringsrum halt mit Mikrofasertuch geht das am besten, dann glänzt das hinterher richtig schön. Einfach drüber wischen und der Glanz kommt wie von selbst. Ja, und damit das Ganze auch verwendet werden kann, also falls jemand diesen Teller zum Speisen verwenden möchte, bringe ich jetzt noch eine Schutzschicht auf, eine Lackschicht. Dafür verwende ich diesen Triple Gloss Varnish von Raya und damit streiche ich die gesamte Rückseite des Tellers noch ein, damit das alles gut versiegelt ist. Und es glänzt dann auch schön, als ob es Porzellan wäre. Ich habe in diesem Fall keinen Mattlack verwendet, da ich ja diese Wachspaste aufgetragen habe. Und hätte ich jetzt Mattlack verwendet, dann würde der Glanz der Wachspaste wieder verschwinden. Und das wollte ich nicht, also habe ich mich für diesen Hochglanzlack entschieden. Aber das kann jeder machen nach seinem Geschmack. Man hätte die Rückseite jetzt auch noch in einer anderen Farbe gestalten können. Ich hatte mich jetzt hier für Schwarz entschieden mit diesem bronzefarbenen Rand. Da sind der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt. Man hätte auch noch mal vielleicht etwas aufstempeln können in einer anderen Farbe. Also wie gesagt, das kann jeder dann selbst entscheiden. Ich habe diese Art von Tellern schon oft gestaltet, auch ohne Spiegeleffekt, sondern mit Dekoupagetechnik, mit reiner Dekoupagetechnik. Da habe ich dann auch von hinten andere, ja, Motive gewählt. So, hier seht ihr, da im Hintergrund ist auch noch ein anderer Teller zu sehen. Das ist jetzt dieses fertige Exemplar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch inspiriert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben und vielleicht sogar ein Abo dalasst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.